Niemand wird gezwungen in die Fußstapfen seines Shahira, meine Liebe, ihr strahlt wie eh und je und eure Augen leuchten vor Freude. Und euer Mündel, Gorions Kind, ist es das da drüben? Ach, das Kind hat ein reines Antlitz und ich fühle, dass ein reines Herz in seiner Brust schlägt. Gerogon, erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Entelis Fulsom von den Hafnern. Auch eine sehr einflussreiche Gilde, könnte man sagen. Oder Organisation, genauso wie das Centarim. Nur stehen die halt auf unterschiedlichen Seiten der Skala. Ein Freund eurer Freunde und eures Ziehvaters Gorion. Und warum sagt er jetzt hier, ein Freund des guten Khaled ist immer auch ein Freund von mir? Er hat doch gerade die ganze Zeit nur von Shahira gesprochen. Aber gut, ich fühle mich geehrt, Hafner. Ihr scheint meine Lage besser zu kennen als ich. Habt ihr einen Rat für meine kommenden Aufgaben? Nein, die Ehre gebührt euch, Gerogon. Ihr seid jemand ganz Besonderes und das wiederum bringt euch leider in große Gefahr. Ich würde euch so gerne mehr erzählen, aber ich fürchte, das darf ich nicht. Sonst gefährde ich euch nur noch mehr. Das glaube ich irgendwie nicht. Wenn ihr gegen den Eisenthron erfolgreich sein wollt, so wisst, dass ihr hier in der Stadt Scar, den Herzog, Scar und Herzog Elton vertrauen könnt. Eltern. Ja, es hat Elminster uns ja auch schon gesagt. Die beide zur flammenden Faust gehören. Sie sind tüchtige Männer und unsere Freunde. Aber ich verweile schon zu lange. Anderen Ortes gibt es wichtige Dinge zu erledigen. Gut euch zu treffen, Gerogon. Tragt Sorge um Shahira, denn ich habe sie schon in meinen Armen gehalten, als sie noch ein Kleinkind war. Ja, schön. Also langsam werden die Hafner mir ein bisschen unsympathisch. Die kommen immer an, sagen nichts wirklich Wichtiges, machen nur irgendwelche Andeutungen und gehen dann wieder. Ich bin naja. Ganz Ohr. Eisenthron. Ja, das ist doch mal direkt. Sowas hätte ich gerne im Mantelwald gehabt. Ein riesiges Anwesen und ein großes Schild, das sagt Eisenthron hier. Aber nee, da wollen wir jetzt so direkt nicht rein. Aber schön zu wissen, dass es hier ist. So, und das könnte doch ein Tempel der Amberlee sein. Die Farben würden passen, wenn ich mich richtig erinnere. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Und ich werde schon wieder angesprochen. Heda, passt hier auf den Kais auf, wo ihr hintretet. Durch die Gischt vom Meer können die Pflastersteine etwas glitschig werden. Ich heiße Karachus. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich habe noch nie eine so große Stadt gesehen. Stimmt. Arman sagt, Tiefwasser im Norden, also Deepwater, sei sogar 10-mal so groß. Ich möchte dort eines Tages hinsegeln und im belebten Hafen eine Weile ruhen. Und er verschwindet einfach da rein. Obwohl es verschlossen ist. Ja, nee. Also wohl doch kein Tempel der Amberlee. Da müsste eigentlich auch ein Schild draußen dran hängen. Wie bei den anderen Tempeln ja auch. So, hier haben die ein Schienensystem. Und das werden wohl die Kais sein. Kann man hier irgendwo rein? Ich bin ganz Ohr. Oh, Pause sollte man auch wegmachen. Haus der Wasserkönigin. Das müsste jetzt aber doch Amberlee sein. Auch wenn ich immer noch nicht all ihre Domänen weiß. Ich weiß nur, sie ist böse und hat mit dem Meer zu tun. Aber welche anderen Charaktereigenschaften sie vertritt, bin ich mir nicht sicher. So, kurz abspeichern. Und nur mal so zur Sicherheit. Stürmen wir einfach mal da rein. Der Sturm möge die Ungläubigen verschlingen. Zu welchem Zweck sucht ihr die launische Königin auf? Wir möchten sehen, wie der Tempel einer bösen Göttin von innen aussieht. Wir sind von, Komria, Touristen, ihr versteht? Ja, nee, lügen tun wir schon mal gar nicht. Wir möchten mit der Hohepriesterin Jallans Müstmyr sprechen. Die Hohepriesterin verschwendet ihre Zeit nicht mit gemeinem Volk. Was rechtfertigt euer Kommen? Also wir können sie bestechen oder wir können sie größer bestechen. Was hier zwei super Auswahlmöglichkeiten für einen Paladin sind. Na okay, 50 Goldmünzen. Die Gabe ist angemessen, wartet hier auf die hohe Priesterin. Du hast ein falsches Pathfinding, du solltest eigentlich hier lang laufen. Nicht da lang, aber du solltest trotzdem nicht im Weg von der stehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie uns angreift. Ich bin Jallans Müstmyr. Was führt euch zu mir?
Ich wünsche nicht weiter von euch als den Leichnam des Dummkopfes, der versucht hat, in euren heiligen Hallen einzudringen. Die Herausgabe eines solchen Treulosen wäre eine großzügige Belohnung für meine Dienste. Für welche Dienste? Na gut, machen wir das mal. Der Leichnam, die Leichen von Ungläubigen haben in diesen schweren Zeiten einen hohen Preis. Gebt mir 2000 Goldstücke und der Leichnam gehört euch. Naja, wir geben lieber ein bisschen Gold aus, als eine andere Religion zu erzürnen, auch wenn es eine böse ist. Also gut, wir sind bereit zu zahlen, wenn ihr uns den Leichnam herausgebt. Vielen Dank für euer Gold. Hier ist der Leichnam, den ihr haben wolltet. Ja, so ist das besser. Weil das andere wäre zwar wiederum... Nanu, der Junge ist schwer für Minsk. Oh, er hat ja noch ein paar andere Sachen dabei, ne? Der ist echt schwer, der Junge. Na gut, dann muss ein Ankeg-Panzer mal vor dem Tempel hier liegen bleiben. Noch eine Opfergabe zu den 2050 Goldmünzen, die wir schon hier gelassen haben. Aber was ich sagen wollte, ja, das Gold bezahlen macht auf jeden Fall mehr Sinn für einen rechtschaffenden guten Charakter. Sie ist zwar eine böse Göttin, aber es gehört immer noch innerhalb der Gesetze, dass sie hier ihren Tempel hat und dass sie ihre Rechte hat. Und zu den Rechten gehört halt auch, dass keiner da einfach einbrechen darf. Also ja, das war der beste Weg für uns. Und der Vater war hier, oder nicht? Gucken wir mal. Ja, das Gebäude war's. Also hier stand ja der Junge und hat es zu dem Haus geführt. Er hätte auch einfach sagen können, da. Aber na gut. So, ihr hängt im Haus fest, das ist nicht so toll. Ah, da ist die Stadtmauer. Wie jetzt? Da gibt es keinen Zugang? Ah, das ist ja auch albern. Also müssen wir jetzt erst nach oben gehen und dann wieder nach unten? Naja, die Stadt ist echt verrückt. So, also wir gehen jetzt nach da. Und dann gehen wir nach da. Juhu! Ach ja. Hoffentlich gelingt jetzt die Wiederbelebung. Das wäre nämlich sonst echt ärgerlich. Und allesamt rein da. So, drückt die Daumen. Bei allen Göttern, unsere lächelnde Dame muss heute regelrecht strahlen. Schnell, tragt den Leichnam nach drinnen, wo ich darum beten werde, dass Timore ihm das Leben wieder schenken wird. Ich werde keine weitere Minute verschwenden, bis sich die Seele meines Sohnes wieder auf festem Boden befindet. Kommt herein, werdet Zeuge des Wunders. Ja, weil je länger ein Körper normalerweise nicht wiederbelebt wird, desto schwieriger wird das Ganze. Also jedenfalls im Pen-and-Paper-Spiel. Im Computerspiel ist es relativ wane. Und komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaube, du musst jetzt zaubern. Oder du stehst einfach nur da. Gehört das zum Skript oder? Ich spreche ihn einfach nochmal an. Jetzt kommt der Moment, auf den ich so gewartet habe. Bitte kein Lärm, ich muss mich konzentrieren. Ah, schön, hat geklappt. Denn bei solchen Sachen kann es halt auch schief gehen. Da wird wirklich im Hintergrund gewürfelt, ob es klappt oder nicht. Man kann natürlich immer wieder laden, aber das ist irgendwie komisch. Also wie gesagt, es gibt noch weitere Quests, wo es einen Zufallgenerator im Hintergrund gibt, wo man nicht wirklich beeinflussen kann, ob es klappt oder nicht. Was ich ganz interessant finde. Hust war... Gelobt sei unsere lächelnde Dame. Er lebt. Sohn, kannst du mich hören? Vater, ich, was ist passiert? Also er ist schon mal kein Zombie. Das ist gut. Oh mein lieber, lieber Junge. Ihr habt solchen Ärger am Hals. Was zum Himmels Willen habt ihr euch dabei gedacht? Ja, das kann man doch gebrauchen. Man wird gerade zurück ins Leben geholt. Hat Ewigkeiten Gott weiß wo verbracht. In einer anderen Ebene und dann wird man von seinem Papa angeschrien. Euch so in einen Tempel von Amberley herumzutreiben. Steht mir bei, wenn es euch nicht sofort töten würde, würde ich euch jetzt übers Knie legen und ordentlich verdreschen. Was aber? Es war nicht meine Schuld. Ja, ja, das sagt jeder. Oh nein, das werdet ihr nicht tun. Wenn ihr solch hohe Risiken eingehen wollt, sorgt besser dafür, dass ihr selbst die Verantwortung übernehmt. Die Göttin des Glücks und des Abenteuers heißt solch
unverdientes Glück und törichte Risiken nicht gut. Ich schwöre, wenn eure Mutter noch lebte und das hören könnte, sie würde sofort tot umfallen. Und ich müsste auch sie auferwecken. Habt ihr die leiseste Ahnung, wie viel Energie dieser Zauberspruch aus einer Person rausholt? Aber ich, wir, es tut mir ja, nee, kein weiteres Wort mehr, junger Mann. Ihr geht jetzt in euer Zimmer und wir werden sehen, ob ich euch da wieder herauslasse, bevor ihr das reife Alter von 24 erreicht habt. Los, Marsch. Ja. So ist richtig. Hart durchgreifen. Du haust jetzt aber nicht ab. Eigentlich wollte ich noch mit dir reden. Na gut, reden wir mit dem anderen Jungen. Der scheint dir das Finanzielle zu regeln. Ich habe euer Gold hier. Es wird eine Weile dauern, bevor Kasson und ich wieder ausgehen können. Es ist gut, ihn wieder unter den Lebenden begrüßen zu können. Aber ein bisschen Schadenfreude kann ich mir nicht verkneifen. Für den Ärger, den er sich für unsere Vorgehen eingehandelt hat. Ihr werdet bemerkt haben, dass ich mich nicht gesetzt habe, seitdem ihr mich kennengelernt habt. Manchmal lacht unsere lächelnde Dame lauthals. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wendet euch an uns, wenn ihr in Zukunft Hilfe braucht. Viele Anhänger Timoras werden euch jetzt mit Wohlwollen betrachten. Auf Wiedersehen. Wir haben das Gold zurückbekommen für die Leiche. 5000 Erfahrungspunkte und ein Gegenstand. Gucken wir mal. Ein Turmschild. Ja, wir sollten demnächst echt rasten, die ganzen Sachen hier. Und wollen identifiziert werden. Sprechen wir noch gleich mal an. Aber nichts zu sagen. Na gut. Aber vom RP-Technischen haben wir jetzt noch einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen den Eisenthron. Also die Anhänger von Timora halt. So. Das ist doch gut gelaufen. Da speichern wir glatt mal ab. LP 55.